Juhu! Nein! Jo, sind wir wieder. Okay, ich sehe schon, man braucht auf jeden Fall wieder Kugeln hier in dem Schrein. Also ich sehe auf jeden Fall schon mal, wo die Kugel rein muss. Lass uns herausfinden, wo die Kugel herkommt. Ah. Oh. Okay. Wir können... können wir hier mit den Modulen arbeiten? Vermutlich, ne? Ich hab zu spät auf... Komm mal darüber! Ich hätte vielleicht gedacht, wir versuchen mal darüber zu fliegen. Da oben ist auch eine Truhe. Klappt das? Das ist immer alles sehr, sehr eng, ne? Weil ich sehe sonst... Ich glaube, es muss klappen. Weil ansonsten kann man hier ja nichts machen. Klappt das? Nintendo hat das schon bedacht. Also klappt das nicht, oder was? Es klappt nicht, ne. Okay. Aber das... Ah, Moment mal. Müssen wir vielleicht... Ich hab eine... Hä? Ich hab mal eine Idee. Wir halten den einfach mal an, wenn er hier ganz oben ist. So. Kann man dann mit dem Magnet da drankommen? Nein, das geht nicht. Aber was kann man hier tun? Ich hätte jetzt nämlich gedacht, dass wir den vielleicht hier anhalten müssen, die Kugel, und dann, wenn wir nah genug dran sind, mit dem Magnet arbeiten, aber das funktioniert nicht. Scheinname ist ja Timing. Ja, aber was soll mir das Timing hier bringen? Was soll mir das Timing hier bringen? Ich komme da ja trotzdem nicht dran. Oder gibt es jetzt hier schon wieder irgendein Modul, irgendein Einsatz von einem Modul, an das ich schon wieder nicht denke? Oder irgendeine Funktion, von der ich nicht weiß? Was habe ich denn noch für Möglichkeiten, als die Kugel anzuhalten? Eigentlich keine. Nicht mit Modulen. Hä? Wie denn sonst? Darf mir ruhig jetzt gerne mal einen Tipp geben. Ich habe absolut keine Ahnung, was sie hier von einem wollen. Ich habe absolut keine Ahnung, was sie hier von mir wollen.
Wenn du weißt, wie es geht, kannst du mir mal gerne einen Tipp geben. Der Sprung schafft, der Sprung klappt definitiv nicht. Aber nicht mit Module, man soll mit Timing? Wie Timing? Pfeile. Ah, ach so, lol. Ja, da habe ich jetzt schon wieder nicht dran gedacht. Ah, das stimmt. Als ob der... Boah, ich verschwende meine ganzen Pfeile jetzt dadurch wieder. Das könnt ihr doch nicht machen. Ich habe doch gerade schon wieder fast 40. Oh no. Als ob die Kugel... Guckt euch mal an, wie groß die Kugel ist und wie schwer die vermutlich ist. Als ob, wenn ich da einen kleinen Pfeil gegen schieße, als ob das die Richtung ändern würde dadurch. Oder denke ich... Oder bin ich gerade komplett daneben? Denke ich gerade komplett falsch? Ich soll die Kugel mit Pfeilen beschießen, oder was? Jetzt habe ich sie ja getroffen, aber irgendwie klappt das nicht. Nee, das klappt so auch nicht. Okay, ich bin doof anscheinend. Lol, es klappt doch. Okay, uff. Ja gut. Ja gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das funktioniert, da mit einem Pfeil gegen schießen, dass sich die Richtung der Kugel dann ändert. Oder dass die sich halt überhaupt bewegt dadurch. Aber okay. So. No, ich brauche meine Pfeile wieder. Ganz, ganz dringend. Gewicht hat Spaß. No, das hat nicht geklappt. Ich habe das gerade schon von da unten gesehen, dass da irgendwie oben ein Loch in der Wand war. Ja. Okay, jetzt weiß ich auch, warum dieser Schrein hier Timing heißt. Das war zu früh. Ich glaube, das war zu früh. Okay. Das ist immer zu früh. Muss man vielleicht sogar Anlauf nehmen? Muss man im richtigen Moment loslaufen, damit man den Sprung schafft? Oder ich versuche es einfach noch einmal zu versuchen, indem ich später drücke. Ich glaube fast, man muss laufen, ne? Scheiße, ey. Sowas hasse ich immer. Das hatten wir schon mal in einem Schrein, sowas ähnliches. Glück gehabt. Hat aber geklappt. So, nice. Ist das hier gerade wieder dasselbe wie am Anfang? Meinst du das? Dasselbe wie was am Anfang? Hat nochmal gut geklappt. Bam, 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 badam. Ach so. Ja, ich hätte jetzt direkt daran gedacht, dass man im richtigen Moment halt den oder loslaufen muss und den Gleiter aktivieren muss, damit man halt drüber segelt. Man hätte natürlich auch, klar, im Flug Pfeil und Bogen benutzen können, ne? Und hast du natürlich recht.
Wäre natürlich auch gegangen. Gehe ich mal stark von aus. Huch, wer bist denn du? Eine weitere Nebenmission. Du wirkst wie ein aufgeweckter junger Mann. Was gibt es denn? Was siehst du dir an? Oh. Nichts Besonderes, ist nur so. Ich dachte mir gerade, dass ein Teil der Bergwand dort aussieht, als wäre er künstlich angelegt. Siehst du, was ich meine, junger Mann? Ich würde mir das Ganze zu gern aus der Nähe ansehen, wenn ich dorthin hingelangen könnte. Um dich kümmern wir uns auch später. Ja, wie gesagt, wird dann vermutlich nicht allzu spannend nach dem zweiten Titan, aber die ganzen Nebenmissionen und alles, die müssen auch mal gemacht werden. Hier sind noch so viele, oh Gott, so viele Nebenmissionen. Ach, große Fee. Oh, Entschuldigung. Ich war in Gedanken. Du hast bestimmt schon einmal von der großen Fee gehört, oder? Es gibt viele Märchen, die von ihr berichten. Die große Fee gibt es wirklich, da bin ich mir ganz sicher. Deshalb bin ich zu einer Reise aufgebrochen, um sie zu suchen. Wenn man nachmittags von der Spitze des Turms aus, der hinter der Tabanta-Brücke aufgetaucht ist, so Boden sieht, dann weist der Schatten des Turms direkt zur Quelle der großen Fee. Das habe ich zumindest so gehört und so bin ich zu diesem Stall gereist. Aber auf dem Turm, auf dem Hügel klettern, das schaffe ich nie im Leben. Dabei habe ich so viele Rubine für die große Fee angespart. Aber du siehst aus, als wäre es für dich ein Klacks, auf den Turm zu klettern. Könntest du der großen Fee nicht vielleicht meine Rubine darbringen? Aber klar. Vielen Dank, hier sind 500 Rubine, mein gesamtes Ersparnis. Können wir das nicht auch einfach jetzt für uns ausgeben? Ich glaube, die Quest habe ich nicht. Gut zu wissen, dass da ein Typ hier steht. Okay. Okay, wir müssen auch nochmal eben. Wir müssen auch nochmal eben ein bisschen kochen, leider. So, und zwar brauchen wir mal eben Art Kühlmittel gegen Hitze. Wo war das gegen Kälte? Wir brauchen noch mal ein paar Sachen gegen Kälte. Elektrizität. Wo war das denn? Frostflügler. Gegen Hitze. Und wärmt als medizinische Zutat den Körper. Okay. Dann machen wir einmal. Oder machen wir zweimal den mit einem Bockblindenherz. Das müsste ja sowas sein, was man mit. Ist es jetzt verbrannt? Oh nö, wirklich? Ich bin doch so ein Spast manchmal, oder? Oh nein, ein Schmetterling ist abgehauen. What the fuck? Aber die Glutlibelle, die können wir noch mit dazu nehmen. So, und das Herz. Kochen. Der Logik folgend, wenn du die ausgeben solltest, denke ich mal, um die Quest zu machen, brauchst du dann wieder 500. Klar. Da wäre ich jetzt auch mal von ausgegangen, genau. So gesehen ist es dann ja auch egal, mit welchen 500 ich bezahle. Klar. So, das sind 8 Minuten. Wir machen noch 2 Stück davon. Und dann machen wir noch mal ein paar Sachen, die uns nur Herzen geben. Und dann geht's weiter. Das reicht dann auf jeden Fall erstmal. Dann haben wir erstmal wieder genug Medizin gegen Kälte. Das ist schon okay. Eins und noch einen. Und noch einen. Die Hand in die Hand. Schwupp. Das reicht dann erstmal wieder. Und wir brauchen aber noch ein paar. Obwohl, brauchen wir ein paar Sachen für nur Herzen? Eigentlich auch nicht wirklich. Oder? Lass uns mal kurz schauen. Eigentlich gerade nicht. Aber Ausdauer könnten wir noch so zwei, drei Sachen machen. Noch so 2, 3 Ausdauersachen und dann ziehen wir weiter. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Haben wir irgendwas für Ausdauer? Glutlibelle, Frostlibelle, Zitterflügel, Frostflügler. Ausdauerschrecke. Genau. Ausdauer regeneriert. So, mit einem Herzchen. Schwupp.
Jetzt dürfte Kälte kein Problem mehr sein. Ja, das sollte erstmal wieder reichen, genau. Ausdauermedizin, sehr schön. Lass uns noch so zwei, drei Ausdauersachen machen. Kann man immer mal gebrauchen, Ausdauerbarsch. Füllt die Ausdauer komplett wieder. Nice. Einen haben wir davon sogar noch. So. Und einen noch. Einen noch und dann gucken wir uns nach dem komischen Typi hier um. Echse, Löschechse. Haben wir noch irgendwas dafür? Zitterflügler, Frost, Glut, Zitter, Schleich. Haben wir noch irgendwas dafür? Hitling, ne? Maximale Ausdauer. Er steigert vorübergehend die maximale Ausdauer. Genau, so. So. So, keine Ahnung. Mal gucken. Ist okay, reicht schon. Steht dieser Typ, der uns Hinweise gibt zu den Erinnerungen, steht der immer an jedem Stall? Ist der an jedem Stall zu treffen? Das ist er auf jeden Fall nicht. Ich interessiere mich erstmal. Ach so, da ist er doch, ne? Hier, du. Kangis, genau. So sieht man dich wieder. Bist du auf der Reise? Ich war schon in allen Ecken von Hyrule. Lalalala. Wenn du mir ein Bild zeigst, nur zu. Das hier. Das sind die antiken Steinsäulen. Überquert man die Tabanta-Brücke, dort drüben findet man im Süden eine große Klippe. Darauf ist eine Ruine. Da wollten wir jetzt. Der Schrein, der rechts auf dem Bild zu sehen ist, kommt mir auch bekannt vor. Ja, das war zweifellos ohne dort. Okay, perfekt. Da wollten wir jetzt so oder so hin, weil wir den Schrein noch machen wollten. Geil. Dann kriegen wir auch direkt schon... Ach ja, Chilis kann man ja auch für Dingensbummens machen, ne? Für gegen Kälte, stimmt, habe ich vergessen. Perfekt. Wir wollten jetzt eh über die Brücke. Über wo ist die Brücke? Wo war die Brücke? Wo ist die Brücke? Über die Brücke! Hier. Das ist doch bestimmt die Brücke, die er meint, ne? Und dann da oben müsste doch, so wie er jetzt beschrieben hat, müssten doch dann auch oben beim Schrein irgendwo die Ruinen für die Erinnerung sein. Ja, genau, Tabanta-Brücke, perfekt. Okay. Nice. Hätten wir dann... Ja, easy. Da fand ich... Das sieht so aus, als ob da oben... Guck mal, da sind schon die Ruinen, wo die Erinnerung ist, ne? Aber... Warum war denn... Die Erinnerung waren bis jetzt alle echt so easy. Nur die eine war... Fand, also die bei Schloss Hyrule da. Die fand ich halt echt schwierig. Oh Gott. Okay, ich sollte... Sollten aber aufpassen, da fliegen Wächter... Ach du Scheiße. Hat sich halt nur wirklich inwieweit... Die uns sehen. Ich würde am liebsten... Hier ganz außen einmal versuchen hochzuklettern, sodass der Wächter uns nicht entdeckt... Aber ob das wirklich so eine gute Idee ist, ich weiß ja nicht. Oh oh. Wie kann man die fliegenden Dinger am besten besiegen? Das dürft ihr mir mal gerne verraten. Erst mit Pfeilen abschießen und dann fallen die runter und mit Schwert oder... Wie funktioniert das bei denen genau? Das würde mich schon mal interessieren. Oh, schaffen wir das, ey? Scheiße. Gnu-Fan, hi, willkommen im Stream, schön, dass du da bist, wie geht's dir? Moin, moin.
Klettern wir einfach mal hoch. Und gucken, was passiert. Klettern wir einfach mal hoch und gucken, was passiert. Wir haben ja genug Ausdauerzeugs gerade gekocht, glücklicherweise. Aber ich glaube, wir können hier schon wieder fast stehen, oder? So, dass wir gar nichts essen brauchen, ne? Das wäre auf jeden Fall sehr geil. Schaffen wir das? Komm, das schaffen wir, oder? Das schaffen wir. Ah ja, das schaffen wir. Das schaffen wir. Perfekt. Brauchen wir nicht mal was essen. Oder? Oh, shit! Hätte ich doch mal was gegessen. Ich dachte, wir schaffen's! Mann! Danke für den Follow, Glue-Fan. Vielen, vielen Dank. Schön, dass es dir hier gefällt. Hast du Amiibos? Nein, habe ich nicht. Oh, halt's Maul. Dann essen wir halt gleich noch eine Kleinigkeit. Wenn wir jetzt eh was essen, dann springe ich auch hoch. Dann geht's ein bisschen schneller. Ne, das gibt 5 Herzen. Das braucht man nicht. Vollständig wieder. Schwupp. Kannst du hier stehen? Der kann da nicht stehen? Lol! Link, was tust du? Oh, shit. Hast du das DLC? Nein, das habe ich auch noch nicht. Werde ich mir aber auch noch holen. Gibt es doch bestimmt noch einen einfacheren Weg hoch als den, den ich hier gerade wieder... Ah, ich wollte nicht springen. Ich habe mich verdrückt. Oh, bitte lass das jetzt klar... Oh, bitte, bitte. Oh Gott im Himmel. Da wäre ich jetzt aber durchgedreht, wenn wir jetzt hier nochmal runtergefallen wären. Und ich habe wieder... Ah, nee, wir haben noch. Okay, ich dachte, wir... Ich habe noch nicht sortiert gehabt. Ich dachte, wir hätten jetzt schon wieder alles an Ausdaueressen verbraten, was wir gerade hergestellt haben. Aber nö. Okay. Soweit, so gut. Er konnte eben kurz stehen. Ja, konnte er. Egal, haben's geschafft. Das DLC hole ich mir aber auch noch auf jeden Fall. Nachdem ich das Hauptspiel durch habe, werde ich auch das DLC spielen, ja. Ist wieder so, das ist so ein Kampfschrein, oder? Schwierig. Hehe. Na gut, probieren wir's. Hehe. Probieren wir's einfach mal. Wenn nicht, dann können wir den Schrein auch immer noch überspringen, aber wir können es ja so 2-3 Mal probieren einfach. Okay. Hä? Okay, klappt nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Ah. Ich sollte dafür vielleicht tatsächlich die besseren Schwerter nehmen, oder was meint ihr? Wer hat halt dieses scheiß Schild? Und oh, wir haben gar kein Schild. Doch, wir haben ein Schild ausgerüstet. Aber wir sollten auch ein besseres nehmen. Vielleicht das hier oder so. Ach nee, wir haben 2 Hände in der Hand. Ja, okay. Deswegen macht es keinen Sinn mit einem... Oh, shit! Das ist neu.
Ich nehme mal. Soll ich dafür echt das Schwert aufgeben? Die sind so nice zu bekämpfen auf schwierig mit ihren 2500 HP. Installiere mir gerade mal 2 HD-Mods für Witcher 3. Mal sehen, ob das Spiel danach noch gut läuft. Okay. Mach, sagt ihr. Okay. Uah, ich brauche eine Säule. So. Ja, selbst mit dem Schwert dauert das mega lange, ne? Hm? Oh. Hä, aber... Aber wie bekomme ich den... Der Block irgendwie ein bisschen viel. Ich weiß gerade noch nicht so wirklich, wie... Hä? Bis jetzt ist der Kampf sehr... Oh Gott! Bis jetzt finde ich den ein bisschen merkwürdig, den Kampf, muss ich zugeben. Oh nein! Scheiße. Lass mich in Ruhe. Wir essen mal was. Wir könnten natürlich auch sowas hier essen, ne? Ich schlage außerdem mehr perfektes Ausweichen vor. Ich kann das mit dem Ausweichen nicht. Es geht nicht. Du weißt das. Ich weiß nicht wie. Kannst du vergessen bei mir mit dem Ausweichen. Das funktioniert nicht. Ich finde das Ausweichen so scheiße in dem Spiel. Alter. Ah, jetzt hat's mal geklappt. Oh, was passiert jetzt? Ich warte einfach mal, bis er mit der Phase wieder aufhört. Wow! Das war ein anderer Angriff, aber es hat geklappt. Okay, Glück gehabt. Glück gehabt. Ah, jetzt macht er diesen wieder. Okay. Okay, okay, okay. Was ist das denn für eine Phase? Musst du diese Verzögerung merken? Sieht gut aus. Ja, das war mehr Glück als alles andere, dass ich die Phasen jetzt hingekriegt habe. Oh shit. Sieht gut aus, ne? Warum hat das jetzt schon wieder nicht geklappt? Ich hab doch jetzt nichts anderes gemacht als davor auch. Was ich in dieser Phase hier machen soll, weiß ich halt auch nicht. Oh shit. Aha, okay. Uhuhui. Obwohl ich einmal viel zu früh... Obwohl ich einmal viel zu früh ausgewichen bin, hat es doch noch irgendwie geklappt. Und jetzt? Okay. Was passiert denn jetzt? Bin ich hinter den Säulen geschützt?
Puh. Alter, scheiß die Wand an. No! Da war unsere... Hä? Warum hört ihr nicht mehr auf damit? Was muss ich tun? Hä? Moment mal, was muss ich jetzt tun? Ich habe keinen Bock, den Kampf nochmal zu machen. Oh no! Während es auflädt drauf. Scheiße. Okay, versuche ich gleich mal. Ah, okay. Ah, okay. Geschafft. What the fuck? Ich dachte halt, man muss irgendwas machen, damit er damit wieder aufhört. Weißt du, verstehst du? Wow, ey. Wächterachs plus 60. Oh Gott. Dank antiker Technologie verfügt diese verstärkte Wächteraxt über eine Schneidekraft, die man bei Metallklingen vergebens sucht. Wow. Nice. Schildtasche voll, das nehmen wir aber auf jeden Fall mit. Haben wir noch? Wir haben noch so ein Schrottschild, das legen wir auf jeden Fall weg. Und das Schwert ist auch nice, perfekt. Aber unsere Tasche ist voll. Wir haben noch so viele Schrottwaffen. So, sehr schön. Ich dachte, das ist nur so eine Phase, die man halt irgendwie überstehen muss. Keine Ahnung. Aber ja, dann war das wohl so gewollt, dass man angreift, ausweicht, angreift, wegrennt, angreift, wegrennt, angreift, wegrennt. Die war Stufe 13, ne? Ja. Hey. Und dann schauen wir uns jetzt... Ja, jetzt ist schon wieder was dazwischen gekommen, ne? Es tut mir leid, aber was soll ich machen? Wir brauchen jetzt noch diese Erinnerung, bevor ich natürlich weitermache. Das war schon wieder unsere vierte Bewährung. Nice. Können wir uns schon wieder ein neues Herz holen. Gegen die Viecher kann man halt so ziemlich alles üben. Das glaube ich... Ja, das stimmt. Das kann ich mir vorstellen, ja. Die haben halt auch sehr, sehr viel Leben, ne? So, jetzt würde ich aber erstmal ganz gerne die Erinnerungen mir noch schnappen, wenn wir schon mal hier sind. Die hier, was ist das? Ach, das ist direkt beim Schrein.